Ja, Tag allerseits. Ich bin der Markus von Stahl aus Rennsportzellen und wir machen heute das erste Video von Stahl aus Rennsportzellen. Michi freut sich gerade einen Ast, weil er mich endlich mal rumgekriegt hat, dass wir ein Video machen. Wir haben letzte Woche mit dem Tom Schütz ein Video gemacht. Ging es um Einschweißzellen, Käfige, Klugschrottbügel, was wir alles so machen. Und ja, war eine super Sache. Wir hatten auch mächtig Feedback und mächtig Nachrichten, Telefonate. Und es waren ein paar Sachen dabei, die ich jetzt mal in dem Video mal so klären wollte, weil die sind, glaube ich, ein bisschen falsch rübergekommen. Zum ersten Mal Thema Klugschrottbügel. Es hieß, was bieten wir an, wo geht's los, was ist das Kleinste, was man sich einbauen kann, beziehungsweise der kleinste Aufwand fürs Auto. Und das ist der Klugschrottbügel. Klugschrottbügel, Michi, Klugschrottbügel. Wer baut sich einen Klugschrottbügel ins Auto? Das ist eine gute Frage. Es gibt sicherlich viele, die ein neues Auto haben, zum Beispiel neue Yaris oder einen nagelneuen M2 oder neuer M4. Und es gibt viele, die einfach nur Track-Days fahren oder mal irgendeinen Rundkurs, ein bisschen Nordschleife und wollen halt nicht komplett eskalieren. Das heißt, du holst den Klugschrottbügel, hast einen gewissen Überrollschutz, du kannst deine Gurte befestigen dran, mit den passenden Sitzen dazu und ist eigentlich das mit dem geringsten Aufwand. Du stellst den Bügel rein, der wird zum Teil an vorhandenen Befestigungspunkten befestigt, festgeschraubt, das heißt von Rückbank oder Gurten oder sonstiges, und der andere Teil wird halt mit diesen Einzugsnieten befestigt. Das sind Gewindenieten, die werden eingezogen und sind dann ein 10er Gewinde drin. Jetzt sagen manche, das ist nur eine Niete, die reißt dir wieder raus. Das ist nicht ganz richtig, weil die Niete, also in den heutigen Autos, in dem Boden, das Blech ist so massiv und wir verbolzen die Platten ja, sag ich mal, gegenseitig. Das heißt, du hast quasi einen Formschluss. Ja? Wenn jetzt der Winkel drüber greift, hast du eine von oben, eine von der Seite, das reißt du nicht mehr raus, das ist einfach fest. Und das ist doch die einzige Möglichkeit, die einzige Variante, einen Klugschrottbügel zu befestigen, ohne zu schweißen, ohne mit Gegenplatten zu arbeiten oder einen größeren Eingriff ins Auto zu machen. Und er ist halt komplett rückrüstbar. Du nimmst den Bügel raus, du hast dann zwar noch die Löcher von den Gewindehülsen, aber es ist ein Gewinde drin, also es fällt eigentlich gar nicht auf. Das ist halt der Grund, warum man sich jetzt mal für einen Klugschrottbügel entscheidet. Geringer Aufwand, geringe Kosten natürlich. Und ja, du kannst rückrüsten, kannst umbauen und kannst das Auto wieder so verkaufen, wie es vorher war. Ja, für Leute, die ein ganz neues Auto zum Beispiel haben oder die es genau. Daily nutzen. Ja. Oder auch für die Optik. Das ist ja auch ein optischer Aspekt. Das sieht ja schon ein bisschen nach Rennwagen aus. Und ja, das ist das Thema Klugschrottbügel. Der Bügel kostet, so wie hier steht, 2.300 Euro. Wir können den auch lackiert anbieten, kommen nochmal 300 Euro für den Lack dazu, je nachdem, was für Lack es ist. Und nochmal 300 bis 400 Euro für den Einbau, falls ihr den auch machen. Also ihr könnt hierher kommen mit dem Auto, wir bauen die Sitze aus, bauen die Rückbank aus, bauen den Bügel ein, Sitz wieder rein, könnt ihr nach Hause fahren. Das haben wir schon oft, jetzt ziemlich oft gemacht, aber wir können auch verschicken. Das heißt, wir können den Bügel, wenn wir die Schablone haben für die gängigen Modelle jetzt, BMW, also die 1er, 2er, 3er, 4er Serie, Yaris und noch einige andere Modelle, da können wir einfach mal vielleicht was drunter schreiben oder so, oder? Was für, ja. Aber ihr könnt auch euer Auto vorbeibringen und sagt, keine Ahnung, ihr habt jetzt einen Golf 7 oder sowas oder einen ganz neuen Golf und wir können den Bügel dann auch für euer Auto bauen. Also wir brauchen das Auto in einer Woche hier und können ein Bügel für euch anfertigen, das ist auch kein Thema. Und dann können wir, wenn wir die Schablone haben, natürlich dann für den nächsten einfach auch Palette stellen und verschicken. Deutschlandweit, europaweit. Gehen eigentlich überall mittlerweile von uns. Was kostet du Versand deutschlandweit? Ja, so 60 Euro. Das ist das Thema Klugschrottbügel. Ist die kleinste Variante, ist jetzt auch ausdrücklich, steht auch bei, ist nicht für Motorsport, ist rein nur für, ja, würde ich sagen, Klugsport. Das ist schwierig zu erklären, aber das ist einfach ein Überschlagschutz, ein Überrollbügel. Gerade MX-5 zum Beispiel, ne? Ja, die ganzen Cabrio-Fahrer. Genau, die ganzen Cabrio-Fahrer sind wahrscheinlich auch froh, wenn sie mal, wenigstens mal einen Bügel drin haben. Und ja, das ist das Thema Klugsport. Und jetzt gehen wir mal zum Schraubbügel. Jetzt Schraubkäfig. Wie ihr seht, auf den ersten Blick könnte es eine Zelle sein, weil der komplette vordere Teil ohne Verbinder gebaut ist. Wir haben zwei Seitenteile, eine Dachstrebe und eine Dachdiagonale und einen Hauptbügel, der an einem Stück ist. Wir haben jetzt hier 8 Verbinder drin. Die auch 25 Chromo 4 mit zwei M10 Gewinde und einer 4er Nummer. Das heißt, die Verbinder sind sogar homologiert. Wir können euch hier ein Zertifikat ausstellen nach DMSB 4, wo ihr könnt
weltweit eure DMSB 4 Veranstaltung fahren. Das heißt RCL, VLN, alles Mögliche. Wer baut sich jetzt so ein Schraubkäfig ein? Wir haben anfangs nur Einschweißzellen gebaut, aber sind dann irgendwo von einem Kunden angesprochen worden, hey Markus, kannst du mir bitte mal einen vernünftigen Käfig bauen für mein Mietauto, was ich auch vermiete, mit dem ich auch mal ein RCL oder VLN-Rennen fahren kann, was ich aber demontieren kann. Falls ich mal einen Frontschaden oder einen Heckschaden habe, die Zelle ist noch ganz, ich kann die jetzt einfach in ein anderes Auto umbauen. Da haben wir uns halt lange Gedanken gemacht, wie wir es machen, und ja, die Version ist aber rausgekommen. Und der Vorteil ist halt einfach, du kannst komplett rückrüsten, du kannst das Ding ausbauen. Du hast viel weniger Vorbereitungen. Also für mich jetzt, sag ich mal, du kannst die Scheiben drin lassen. Du brauchst den Innenraum nicht auszulackieren. Du kannst den Kabelraum drin lassen. Und es ist einfach viel weniger Eskalation im Auto. Der Nachteil ist natürlich bei dem Schraubkäfig, du hast keine so hohe Steifigkeit wie bei der Einschweißzelle. Das heißt, wir haben zwar die 6 Punkte im Innenraum, die wir verschraubt haben, aber du hast halt keine Rohre an der Karosse verschweißt. Das heißt, die Karosse verbindet sich immer noch. Da kannst du nichts verändern am Schraubkäfig. Und ja, ist halt die Einschweißzelle ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Aber die zeigen wir euch jetzt. Jetzt Einschweißzelle. Das ist das, was ich jedem immer von Anfang an empfehle, weil es ist Nonplusultra. Du hast maximale Sicherheit, du hast maximale Steifigkeit in der Karosse. Weil wir halt hier komplett verschweißen, du hast eine Dobermündung vorne, die A-Säule ist verschweißt vorne, die B-Säule ist verschweißt, wir brechen den hinteren Radkasten auf, gehen direkt aufs Fahrwerk, das heißt, die Zelle ist mit dem Fahrwerk verbunden, du schraubst das Fahrwerk direkt in die Zelle an und hast natürlich ganz andere Einstellmöglichkeiten vom Auto her, weil das Auto halt sich nicht mehr verwindet. Das hier ist jetzt ein Beispiel für eine DMSB4-Zelle für den neuen Jahres und ja, ist eigentlich alles drin, was man so braucht oder was geht, was nötig ist. Und die Version liegt jetzt zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Ich habe jetzt die letzten Tage, die letzten Wochen viele, viele Anrufe, viele E-Mails bekommen, auch gerade durch das Video vom Tom. Er wäre so überrascht über mein Angebot, weil ich ein Angebot über 5.500 Euro gemacht habe für seine Version. Und er hätte halt gehört, dass ein Käfig bei mir oder eine Zelle bei mir 10.000 Euro kostet. Ich weiß nicht, wie die Leute darauf kommen, sowas von sich zu geben oder Preise von mir so weiterzugeben. Also eine Zelle kostet von mir definitiv keine 10.000 Euro. Ich sag mal, wenn du jetzt sagst, du stellst ein Auto bei mir ab, wir zerlegen das, wir bauen das in eine Zelle ein, wir lackieren das, wir bauen es wieder zusammen, dann kommst du da irgendwo in die Richtung. Aber eine Zelle liegt zwischen 5.000 und 6.000 Euro, das ist jetzt Stand 22 und ja, that's it. Ja, erreichen könnt ihr uns natürlich über Insta. Wir haben auf www.stahllos.de ein Kontaktformular, hört sich mal blöd an, ist aber sogar ein Konfigurator. Das heißt, ihr könnt euch eure Wunschzelle zusammenstellen und dann schickt ihr mir eine E-Mail, am besten mit Telefonnummer, einen kurzen Text dabei, welches Auto, was ihr fahren möchtet. Und wenn es nicht böse sein, wenn es ein bisschen länger dauert, weil wir eigentlich immer viel zu tun haben und E-Mails kann man 1, 2, 3 Tage oder vielleicht auch mal eine Woche. Und am allerliebsten ist mir natürlich, wenn ihr mich anruft. Ruft einfach auf der Homepage die Telefonnummer drauf, ruft kurz an. Ich weiß nicht, ich bin auch sehr freundlich am Telefon. Und am Telefon hast du eigentlich in 5 Minuten so viel erklärt wie in 20 E-Mails. Ist einfach so. Und ansonsten seht ihr uns auch immer bei Instagram oder Facebook. Es gibt viele Bilder, guckt euch die Bilder an. Und ja, wenn ihr Fragen habt, anrufen. Erzähl den Leuten noch was vom Podcast. Ja, bist du sicher? Ja, klar. Ja, wir haben jetzt einen Podcast, wo wir auch diese Themen durchnehmen. Das heißt, Vorbereitungen, Fahrzeuge, wir haben jetzt den ersten Podcast draußen, was wir anbieten, was wir machen. Wir wollen eigentlich so ein bisschen Benzingespräch. Das heißt, wir wollen uns auch mal einen VLN-Fahrer einladen oder einen Viertelmeile-Fahrer, ein bisschen drüber reden. Off-Topic wird es auch geben, die Themen. Also es wird rund um Motorsport gehen oder eigentlich nur rund ums Auto. Und ja, schaut einfach mal rein. Die ganze Geschichte heißt Schweißperlensenf. Schweißperlen sind wir mit gemeint und der Senf ist einfach, dass wir unseren Senf zu diesen Themen dabei geben, beziehungsweise ihr könnt eure Themen auch da, also euren Senf dazugeben, indem ihr uns einfach eure Kommentare da lasst, Sprachnachrichten über Instagram. So, das war's von mir. Gebt mal ein Feedback, was ihr von dem Video haltet und ja, vielleicht habt ihr auch Ideen
oder einfach mal Vorschläge, was wir als nächstes als Video machen sollen, was für euch interessant ist, was ihr mir gerne sehen wollt. Und ja, dann ganz wichtig, immer dran denken, lackierte Seite nach oben, gummierte Seite nach unten und wir sehen uns.